diese Ausländer in der Runde ist der Gerd Reinsch mit seiner Tiger Moss. Der gelbe Doppeldecker, die Tiger Moss, die Tigermotte. Knappe beim Start, gefolgt von der Küper Jungmeister. Und als dritter die Fokkerung Stieglitz. Schöne Oldies. Also ganz vorn, ganz oben die Stieglitz von Klaus Heppenheimer. Die Tiger Moss geflogen von Gerd Reinsch von der Firma Practical Scale. Mit der Tiger Moss haben sie damals Geschichte geschrieben. Das ist jetzt die neueste Version, nehme ich an. Aber ich schlage gleich mal nach. Die vom größten Maßstab her ist natürlich die einfach schön. Loopings. Zylinder, Viertakt, Reihenmotor mit 120 Kubikzentimetern. Ähnlich wie die Fokker E1 fliegt auch dieses Modell mit dem dünnen Originalflügelprofil der Originalmaschine. Völlig unkritisch das Ganze. Geflogen von Ralf-Jürg Müller, kommt aus Düren. Ist auch knapp unter der 25-Kilo-Grenze mit einer Spannweite von 3,30 Meter. Und das Besondere, ich glaube, er ist der einzige hier heute, der noch mit 35 MHz fliegt. So, Stieglitz und Küper Jungmeister kommen zeitgleich rein. Da muss der Pilot mit allen Rudern arbeiten. Ja, und auch die Tiger Moss, die Erde hat sie wieder. Dankeschön.